host, Cookie Masterson, and I look forward to learning and then forgetting your names. All right, all 8 players are in. Whether you enjoy it or not, this is going to be fun. Oh, and anyone else can go and join the audience. Yeah, denk dran, Zuschauer können mitspielen. Score, and you can like your favorite lies. Let's do this. Runde 1. This is round 1, and that means you get 500 points for everyone you fool with your made-up answer. And you'll get 1,000 for finding the truth. And you've got a helper, the defibrillator. It eliminates all but one lie. Only one use per game, so use it wisely. Select immer Maus wählt aus. Das ist artig. Okay, here's your first question. Thema ist Theft. Detective Theft. Eric Shepard of Klamath County, Oregon, investigated a rather bizarre case in February 2015. A local property owner had strangely had his blank stolen. Ja, was wurde wohl von einem örtlichen Eigentümer in Klamath County gestohlen? Eric Shepard hat das 2015 untersucht. A local property owner had strangely had his stone. Stielau, was randalierst du immer? Gar nichts. Du sollst nur ein paar Buchstaben eingeben. Vielleicht wirft er irgendwelche Sachen auf die Tastatur und hofft, dass die richtigen Buchstaben gedrückt wird. Du sollst nicht gleich eine Skulptur davon nachbauen, was du halt als Antwort denkst. Local property, log cabin, das Haus, hat die Vordertür, Hund, Katze, Schuh oder Hosen. Oh. Die. Einfach weil die auch so, weil die einfach so absurd klingt. Also wer auch immer die Lüge rausgeschrieben hat, die war gut. Die habe ich nämlich genommen. Okay, das ist wahrscheinlich gleich genommen wie ich. Kann sein. Eine Katze wurde genommen von Drecki. Die Lüge war von Imbermaus. 500 Punkte für dich. Die Hose wurde gewählt von Kang. Lovely Wolf. Kenne ich nicht. Die Vordertür wurde genommen von Blue, Imbermaus, Stielau, Lovely Wolf und von mir. 2.500 Punkte für Kang. Wow. Richtig starke Lüge. Ja, die war gut. Sensationell. Verdammt, ich hab dir nur ein Like gegeben. Ich hab da vorne sogar noch einen Like gegeben. Ach, die Blockhütte war's. Sehr gut, Drumsticks. Ich hasse dich. Och, Mann. Ich für heute mal auf. Ciao. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao. Es gab aber für fast alles Likes. Nur nicht für Drumsticks und für Stielaus. Aber 4 Likes für Kang. Die war echt gut. Der darf jetzt auch erstmal hier schön aussehen, was eigentlich Sache ist. Noch nicht Sorti. Consciousness. In the original version of Snow White and the Seven Dwarves, Snow White doesn't regain consciousness by a kiss from the prince, but rather by blank. In der Originalversion von Schneewittchen und sieben Zwergen wird Schneewittchen nicht durch einen Kuss wieder erwacht, sondern wunderschönen guten Abend, Captain Lemonade. Wie geht es denn? Lange nichts mehr von dir gehört, gesehen und so weiter. Okay, take a look and find the truth. Entweder ist es Furzen, Kotzen, Momentum die Äpfel vom Apfel, Kotzen, Hühnchen, Regen, ein Ding hier, Potion hier, weißt du, ein Trank, Schlag ins Gesicht, einen anderen Apfel, Tripping oder Getting Raped. Ach verdammt, ich habe die falsche Antwort ausgewählt, glaube ich. Ich habe das Falsche genommen, ich war gerade. Hast du auch das gleiche Falsche genommen wie ich? Nein, aber Stieler und Immermaus, vielen Dank für den Schlag ins Gesicht.
Kang hat deine Lüge genommen. Herr Blankwolf. Das ist aber nett. Blue hat die Potion-Lüge genommen, die von Stielau war. 500 Punkte für Stielau. Das geht doch noch mit Punkten. Einen anderen Apfel wurde genommen von Blankwolf und von mir. Ja. Drumsticks-Lüge. Wir haben beide die falsche genommen, ne? Ah, da hatte ich kurz nicht aufgepasst. Ach, Vomiting der Äpfel. Richtig. Ja gut. Auskotzen. Ausspucken in dem Fall, ja. Oh. Ah, ich hatte kurz nicht aufgepasst und hab deswegen die falsche genommen. Verdammt. Falsch übersetzt für mich selbst. Drumsticks rennt schon wieder davon. Aber mein Schlag ins Gesicht hat 3 Likes bekommen. Alright, pick a category. Drecki. Glückwunsch, MRTX. Nuklear, das heißt Nukular. Okay, here's the question. We are safer than ever because the United States' largest nuclear storehouse near Seattle is guarded in part by 85. Wir sind nie so sicher gewesen, weil das größte Nuklear-Storehouse also von Amerika, in der Nähe von Seattle, wird von 85 Himmeln beschützt. Reviven kannst du nur als Retributionist, nicht als Doktor. Als Doktor kannst du nur retten. Okay, which one's the truth? Bei von 85 Meilen Schnee wird beschützt. Military Trained Dolphins, großen Bären, Accountants, Affen, Gerüst mit Rüstung besetzte Pferden, Hunden, Panzern oder Soldaten. Verteil mal 2 Likes. Let's see what everybody picked. Wow, ich bin auf deren Lüge reingefallen. Miles of Snow. Du bist auf Stielaus Lüge reingefallen, genauso wie Drecki. 1000 Punkte für dich, Stielau. Es geht doch. Soldaten, war die Lüge von Drecki. Du gibst 500 Punkte zurück. Sehr schön. Die militärisch trainierten Delfine ist die Wahrheit. Oh, wirklich? Das Leute, kann Leute, 4 Leute haben das gewusst. Können die nicht normale Fragen lassen? Natürlich. Also, jetzt müssen wir einfach die abstrusesten Antworten nehmen. Wenn ich's mache, dann ist ja wieder das normale richtig. Leute, so bitte. Unglaublich. Ach so. This is round 2, which means all point values are doubled. And remember to use your defibrillator if you need a little jolt of help. Use it in round 2 or lose it. Wow, das hat wirklich heftig gewesen. Mann, sind wir Abgrutschkriegern. Drumsticks ist der auswählende Host gerade. Mascot. Okay, here's the question. Du warst bei Streams, da hast du nicht geschrieben. Entschuldigung, dass ich nicht darauf reagiert habe, Captain Lemonade. Illinois has an unusual team mascot. Their sports teams are known as the Hoopston Area Corn Blank. Die Hoopston Area High School hat ein sehr seltsam, unusual, nicht normales Maskottchen. Deren Sportsteam ist bekannt als die Hoopston Area Corn. Einer fehlt noch. Und zu spät. Oh, gerade so. Als Hoopston Area Corn Hot Dogs. Die Corn Pickers, die Corn Fields, die Corn Slappers, die Corn Dogs, die Corn Jerkers, die Corn Corners, die Corn Insects oder die Corn Throwers. Okay.
anderes, was ich gewählt habe, ist wahrscheinlich eine Lüge. Meins wahrscheinlich auch, ja. Wahrscheinlich gebe ich der Wahrheit wieder ein Like. Alright, who picked what? Die Corn Dogs, danke Lovely Wolf und Blue. Yay, Punkte. Ich sag, das war eine Lüge. Und es war auch die Lüge von Kang. Immerhin habe ich nicht deren Lüge ausgewählt. Und es war die Lüge von Imbamaus. Kind of spooky. Ja, kind of spooky. Die Korninsekten wurde von Imbamaus ausgewählt. Das war die Lüge von Blue. Die Kornpicker wurde gewählt von Drumsticks. Das war Dreckis Lüge. Die Corn Thrower wurde gewählt von mir. Und das war eine Lüge von denen. Ach, leck mich doch. Leute. Und was war's? Ach komm, den habe ich ein Like gegeben. Die Corn Jerkers. Ja. Okay. Es ist doch so ein Schwachsinn. Gute Nacht, Captain Lemonade. Das ist doch so ein Scheiß. Ich gebe jetzt immer den seltsamsten halt einfach Punkte. Auch gute Nacht, Frau Muffin. Ich glaube eher, dass. Oh, gute Nacht, Frau Muffin. Ich wünsche auch noch einen schönen Abend. Ich glaube, das war auch von Gute Nacht, war eher von Captain Lemonade an Frau Muffin. Select the category. Wähl mal was aus, Bankwolf. Wendy ist natürlich. Ja, okay. So, bitte. Wie kann man so einen Scheiß auswählen? Um euch alle zu ärgern. Das war also der Weg zu 100%. 2005 hat ein Mann in Manchester, in New Hampshire, wurde er angeklagt wegen des Stealing from Wendy's. Interessanterweise war das war der Name von ihm. Ich glaube, es werden hier einfach alle die gleiche Antwort reingeben. Wahrscheinlich. Total einfallslos. Es wäre halt so gut, jetzt wählen alle das. Dann wollen wir zumindest einen Punkt geben. Entweder Randall Wendy, Ronald McDonald, Jimmy John, Hector Blamer, Dave Thomas, Ken, Wendy, Steeler oder Frosty. Oh, und die Antwort aber schnell rausgehauen. Hector Blamer wurde von Stilau gewählt. Das war die Lüge von Immermaus. 1000 Punkte für dich. Der Stealer wurde gewählt von Blankwolf. Das war Trumpsticks Lüge. Ich hasse dich. Randall Wendy wurde gewählt von Drecki, Immermaus und von mir. Und das war eine Lüge von denen. Ach, leck mich doch. Oh. Der Name war Ronald McDonald. Wirklich? Wirklich? Das ist wieder das Unlogische natürlich. Och, Leute. Das wird die letzte Runde sein für ein Fibbitch. Ich hab keinen Bock mehr auf das Spiel. Ich habe einfach keinen Bock mehr auf dieses Spiel. Drumstick, wenn du das Verrückteste aber immer nimmst, dann ist es meistens nicht das Verrückteste. Oh Mann. Ich wusste aber, drei Leute haben das gleiche ausgewählt. Ja. Es war so klar. Okay, alles du auch das gleiche ausgewählt, Krieger. Vier Leute haben Wendy geschrieben. Ja, ich auch. Make sure you look out for Captain Tim Tinko, who drives a boat that sells blank to fellow boaters. Write your lies now. Boating? Ja, wahrscheinlich Boot fahren. Ja. Ich bin einfach nur ein schlechter Verlierer, das ist alles. Okay, find the truth. So, hier. Münzen verkauft, Sonnencreme, Wasser, Boote, Rettungswesten, Fische, Torpedos, Eiscreme oder Essen.
Ich nehme einfach mal das. Was soll's. Okay, let's take a look. So. Gewählt wurde Fische von Krank und von Immermaus. Das war Dreckis Lüge. 2000 Punkte für dich. Torpedos wurde gewählt von mir und von Drecki. Das war Trumpsticks Lüge. Sonnencreme wurde gewählt von Blankwolf. Das war Blues Lüge. 1000 Punkte für Blue. Boote. Danke, Trumpstick. Yeah, Punkte. Ich hab mich gerade nicht verkauft. Wasser. Wahrscheinlich. Eiscreme. Stieler und Blue kriegen 2000 Punkte. Jawohl. Eiscreme war mir zu simpel. Zu naheliegend. Wow. Einfach nur wow. Ich habe das Thema ausgewählt, also musste ich es auch richtig machen. Ja, ich habe Blankwolf hinter mir gelassen. Du Loser. Du Amateur, geh weg. Geht auch Blankwolf, verschwinde. Noob. Ich werde so lachen, wenn ich in der letzten Runde noch Erster werde. Du kannst nicht mehr Erster werden. Das ist nicht möglich, Blank. Sicher? Ja. Ja gut, wenn alle deins nehmen und so. Ja, wenn alle meins nehmen, dann sind das schon mal ziemlich viele Punkte. Blankwolf kann aber nicht lügen. The name of the obscure Atari game in which players navigate the biblical figure. Das Name des seltsamen Atari Spiels, in dem Spieler die biblische Figur Moses durch verschiedene, was sind Obstacles? Hindernisse. Ja, Hindernisse führt. Hier wird im Chat schon vermutet, dass Leute bescheißen. Da wird geschummelt, da wird gecheatet. Du kannst doch gar nicht so schnell in Google nachgucken. Entweder heißt das Spiel Geister, das religiöse Labyrinth, Water Splitter, Tablets of Lies, The Way of God, Moses Journey, Ten Woods, Red Sea Crossing oder Prophet Patrol. Ich rate einfach. Ich auch. Was Water Splitter? Das kriegt halt auf jeden Fall für mich offensichtlichste Lüge hier Punkte. Was? Ghost? Nee. Moses Journey. Alright, let's see what everybody picked. Prophet Patrol kriegt von Blue eine Stimme. Und das gibt immer Maus 750 Punkte, weil die Lüge wurde vom Spiel generiert. The Way of God wurde von Immermaus und von Kang gewählt. Das war Blues Lüge. 3000 Punkte für Blue. Nicht schlecht. The Tablets of Life. Stielau verliert 1500 Punkte. Ja. Moses Journey wird von mir gewählt. Das war Blankwolfs Lüge. Die Wahrheit ist, es ist 10 Rules. Water Splitter wurde von Drecki gewählt. Das war Drumsticks Lüge. Bitte kann einer meine Lüge wählen, sonst gewinnt, sonst werde ich Letzter. Was ist denn deine Lüge? 10 Rules, danke Drumsticks. Da ist die Stimme, ich bin vor Blankwolf, alles gut. Und das Labyrinth, das ist die Wahrheit. Meine Stimme wurde noch nicht ausgewertet, ne? Ach, fick dich, Blankwolf. Was denn? Fick das dich. War die Wahrheit. Wirklich? Ja, ja, Red Sea Crossing. Yay! Rotes Meer überqueren. Bin ich Letzter. ich dachte halt, er hat das Meer geteilt, ne? Trumpsticks gewinnt mit 500 Punkten vor Blue. Ja, er hat das Meer geteilt, aber war das schon das Rote Meer? War das das Rote Meer, was ich geteilt habe? 14 Likes für Trumpsticks.